Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute mal nach Halo 2, Halo Combat Evolved und Halo Reach auch mal Halo 3 an. Das ist jetzt in der Halo Master Chief Collection ebenfalls erhältlich. Das wurde zwar grafisch nicht unbedingt überarbeitet, ist aber dennoch interessant, weil es das Ganze jetzt auf dem PC gibt. Und deswegen schauen wir uns einfach mal die Performance an, auch wenn es nur relativ kurz ist. Mal ganz kurz zu Halo 3 selbst. Das Spiel ist von 2007, also aus dem gleichen Jahr wie Crysis 1, kam damals auf der Xbox 360 raus, das heißt relativ am Anfangsstadium dieser Konsole. Die war ja bereits seit Ende 2005 auf dem Markt, das heißt war zu dem Zeitpunkt, das heißt September 2007, auch schon wieder fast 2 Jahre alt und ja, konnte somit ein bisschen Optimierung erfahren. Das Spiel lief auf der Konsole damals mit 720p in 30 FPS und hier auf dem PC natürlich in Full HD. Ja, wie auch bei den anderen Halo-Titeln gibt es ja nicht wirklich viele Grafikeinstellungen. Wir haben lediglich die Option Leistung, Original und Verbessert, wobei hier Verbessert nicht wirklich besser aussieht. Das werden wir aber gleich auch noch mal sehen. Wir sehen aber schon auch die Zwischensequenzen, die natürlich soweit übernommen wurden. Anders als in Halo 2 Anniversary, denn Halo 2 Anniversary war ja ein komplettes Remaster und sah deutlich besser aus. Hier ist das Ganze, wie gesagt, original von 2007 und das sieht man auch. Ja, die Charaktere und auch die Umgebung sehen nicht mehr ganz zeitgemäß aus, wenn auch nicht so schlimm wie zum Beispiel bei Halo Combat Evolved. Dennoch muss man sagen, manche Effekte sind durchaus gut gealtert. Am besten sieht man das beispielsweise beim Licht oder beim Rauch, dass die Partikeleffekte dort sind immer noch relativ hübsch und ja, ich sag jetzt nicht aktuell, aber es sieht jetzt nicht so schlecht aus, als würde man denken, das Spiel ist jetzt doch schon 13 Jahre alt. Zur Performance an sich kann man natürlich auch hier wieder sagen, es ist sehr gut optimiert. Natürlich spielen wir hier mit einer 2080 in Full HD. Da ist es, denke ich mal, klar, dass wir über 200 FPS erreichen. Aber selbst wenn man mit einer kleineren Grafikkarte daran geht, das heißt mit einer 1050 Ti zum Beispiel, erreicht man hier in Full HD problemlos über 60 FPS. Bei Steam steht zwar dabei mindestens eine GTS 450, allerdings ja, ist es ein bisschen schwierig. Ich denke, dass man mit der Grafikkarte nicht besonders viel reißen kann, selbst wenn man das drauf anlegt. Wir haben das Ganze bei Halo Reach schon mal getestet mit einer kleinen Grafikkarte. Ich glaube, eine GTX 560 war es damals. Und das lief dann eher so semi-gut. Ich glaube, eine GTS 450, wie es bei Steam dasteht, ist dann doch ein bisschen zu wenig. Und wie gesagt, ich würde empfehlen, vielleicht eine 960, 950, sowas um den Dreh, solltet ihr zumindest haben, um diese Spiele flüssig darstellen zu können. Aber an sich, jetzt sind wir mal beim Gameplay. Wir sind jetzt hier im ersten Level, weil es einfach relativ schön zu sehen ist. Wir haben viel Vegetation und ein bisschen, ja, stimmungsvolle Beleuchtung. Und man muss einfach sagen, wenn man ganz normal das Level durchläuft und jetzt nicht wirklich darauf achtet, was man so sieht, dann sieht das Ganze eigentlich relativ okay aus. Natürlich geht man dann etwas näher ran, dann fällt das schon hier und da auf, dass die Texturen nicht wirklich scharf sind und alles so ein bisschen, ja, wenig Polygone hat. Aber an sich, selbst Pflanzen und so haben Kollisionen, was ja nicht selbstverständlich ist. Aber da ein paar kleine Details sind natürlich drin, wie auch die Reflexion beim Wasser hier beispielsweise und auch die Interaktion von den Charakteren mit dem Wasser. Gehen wir mal weiter, wenn wir das erste Mal auf ein paar Gegner treffen, dann haben wir auch so ein bisschen, ja, Lichteffekte bzw. Waffen, Schüsse und so weiter. Dann, ja, können wir natürlich sehen, das Ganze sieht eigentlich aus wie damals auf der Xbox 360. Also es hat sich nicht wirklich viel geändert und man muss eben dazu sagen, das ist nur einfach eine PC-Portierung. Das heißt, es wurde hier, wie gesagt, nicht wirklich was verändert. Das sehen wir dann auch im Nachhinein nochmal, wenn wir beides vergleichen. Die Technik ist im Prinzip identisch und ja, der Vorteil liegt jetzt allerdings in der Version, dass wir deutlich höhere Auflösungen und vor allem Frameraten benutzen können, sowie Maus und Tastatur. Das war ein großes Manko bei der Xbox 360 Version, da mit Controller zu zocken, ein Shooter ist halt immer nicht ganz optimal und Maus und Tastatur macht das Ganze schon viel, viel besser, wobei jetzt vielleicht die Halo-Puristen sagen mögen, ach, das ist mit Controller doch viel besser, warum auch immer. Ich bin der Meinung, dass das so oder so nicht optimal ist. Also Maustastatur macht das Ganze nochmal deutlich frischer und lässt sich, ja, dadurch lässt sich das Ganze einfach frischer anfühlen. Natürlich fehlen hier ein paar Features wie Iron Sights oder generell irgendwelche Zielvorrichtungen sowie Sprintfähigkeiten. Aber man muss natürlich auch halt sagen, einfach
Das ist nun mal bei Halo erst ab dem vierten Teil dazugekommen, beziehungsweise ab Reach. Und fehlt einfach in diesem Teil so ein bisschen im Vergleich zu modernen Shootern. Ich glaube, wenn hier mal ein Remake davon kommen sollte, dann wird es mit Sicherheit mal implementiert werden, aber jetzt sind wir eben noch nicht so weit, vor allem weil es ja natürlich auch kein Remaster ist. Aber selbst im Remaster zum Beispiel von Combat Evolved war sowas nicht mit drin. Wir haben lediglich ein paar Zielfernrohre von Waffen, aber das ist auch eher selten der Fall, sondern eher nur bei Sniper Rifles und eben beispielsweise bei der Assault Rifle oder bei den Raketenwerfern. So viel aber zu dem Thema, wie gesagt, wir wollen uns ja eher auf die Grafik konzentrieren. Jetzt nochmal eine Zwischensequenz, wo man ein bisschen interessante Sachen sieht, die es vielleicht gar nicht so aufgefallen sind früher, denn der Hintergrund in den Zwischensequenzen ist oft gezeichnet und sieht relativ low-res aus, wenn man das jetzt auf dem PC sieht. Zwar sind auch die Charaktere recht, ja, unscharf, aber wenn man zu dem Hintergrund mal schaut, dann sieht man, dass das Ganze nicht wirklich gerendert ist. Also es fällt wirklich auf, dass es nicht gerendert ist, sondern es ist alles eher, ich denke mal, es ist gezeichnet worden und dadurch sieht das Ganze halt einfach nicht wirklich zeitgemäß aus. Es hat zwar einen wirklich schönen Artstyle teilweise, aber es fällt, wie gesagt, teilweise schon auf. Vergleichen wir jetzt hier mal beide Zwischensequenzen aus dem Original, beziehungsweise aus der Originalqualität und der verbesserten Qualität, sehen wir, dass hier kaum Unterschiede sind und ich zumindest konnte da nicht wirklich was erkennen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Verbesserungen gesehen habt, bis auf die Auflösung natürlich. Die haben wir aber hier natürlich auch gleich beibehalten. Das gleiche ist auch im Dschungel, da sieht man eigentlich auch keinen wirklichen Unterschied. Also wie gesagt, da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch da was aufgefallen ist, aber mir ist da, ich sehe hier keine wirklichen Veränderungen. Wie ich vorhin schon angesprochen habe, sind manche Effekte teils wirklich gelungen. So sieht man hier zum Beispiel die Beleuchtung. Die ist immer noch wirklich sehr atmosphärisch und kann sich auch durchaus heute noch sehen lassen. Die Reflexionen dagegen sind zwar immerhin vorhanden, aber hoch aufgelöst ist dann auch anders. Aber da muss man natürlich auch sehen, die Xbox 360 hatte jetzt nicht unbedingt viel Leistung. Da musste man dann eben früher so ein bisschen Kompromisse eingehen. Natürlich war die PC-Hardware auch lange nicht so weit, wie sie jetzt der Fall ist. Das, denke ich mal, dürfte klar sein. Damals waren Core 2 Duo CPUs aktuell und GeForce 8 Grafikkarten. Das sieht man aber ganz besonders an Crysis, denn da ging doch nochmal deutlich mehr als bei Halo zum Beispiel. Denn das Spiel lief ja nur auf dem PC und musste nicht für Konsolen optimiert werden. Einen kleinen Bonus haben wir noch ausprobiert. Wir haben die Auflösung mal hochgeschraubt auf 5K Ultrawide, um mal zu sehen, ja, wohin geht's denn oder was für Leistung braucht man denn für eine richtig hohe Auflösung. Das ist nochmal deutlich mehr als 4K bzw. UHD, eben deutlich breiter. Und ja, da sehen wir dann auch mit unserer 2080 kommen wir schon an unter 100 FPS vorbei. Das heißt, wir haben ungefähr 70 bis 90 FPS. Und dort wird das Ganze dann auch deutlich schärfer. Zwar natürlich ändern sich Texturen und sowas nicht, aber das Spiel sieht dann doch nochmal ein Stück knackiger aus. Ja, das war es erstmal zu Halo 3. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den einzelnen Halo-Teilen haltet. Ganz besonders vielleicht vom dritten Teil. Oder was ihr euch vielleicht von dem Remake oder Remaster erwarten würdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.